Hier ist der Ö3-Wecker. Ja, es ist halt jetzt einmal so. Morgen ist halt. Gernot Kulis ist der Ö3-Callboy. Herzlich willkommen im Interkontinental Wien. Schönen guten Tag, Herr Motel, Interkontinental Wien, Bernstock, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag, das ist der Didi Constantini, Teamchef. Wenn Sie so lieb und könnten Sie mich zum Marko Natovic ins Zimmer verbinden. Selbstverständlich, einen Moment bitte. Hallo. Ja, hallo Marco, das ist der Didi Constantini. Hallo. Du Marco, wir haben schon wieder ein Problem. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Angeblich hängst du jede Nacht vom Pay-TV-Sender. Ich meine, was soll denn das? Wer hat das wieder gesagt? Das ist jetzt wurscht, das ist halt jetzt einmal so. Ich weiß jetzt nicht, was hier das Problem ist. Die Sache ist das, dass du dir anscheinend Videos einziehst und das hat mit Sport nichts mehr zu tun. Es gibt hier Filme, da kann man sich anschauen, ganz normale Filme. Fast and the Furious und ganz normale Filme. Es sind ärgere Sachen. Ja, sagen wir, es ist ein Porno. So ein Pornofilm härteren Ausmaßes. Und heute fragen Sie mich, was fällt da Natovic wieder auf? Wer zieht hier irgendwie Porno? Marco, du bist angeblich bis 2:30 in der Früh im Zimmer narrisch worden. Und das geht so nicht. Ja, das soll mir einer beweisen, dass ich bis 2:30 in der Früh auf war. Und Frauen waren auch dabei. Trainer, ich schwöre es Ihnen bei meiner Mutter. Sie wissen nur, wie glaublich ich bin und egal, wie es sehr gut ist. Wegen Frauen. Ich habe alles eingehalten. Keiner kommt zu mir, keiner interessiert mich. Oder? Die haben auch alle gesagt, was ist Marco, was ist, können wir bei dir schlafen? Na, darf ich nicht, interessiert mich nicht. Marco, bitte Bettruhe einhalten. Ich weiß nicht. Bitte Bettruhe einhalten, sei so lieb, wir spielen gegen die Türkei, es wird ein Mordsdesaster, wenn du nicht schlafen gehst. Ja, Trainer, ich schwöre es Ihnen bei meiner Mutter, ich gehe schlafen, ich bin fit, ich bringe meine Leistung, ich mache Tor, ich mache Auflage, ich weiß nicht, was wieder das Problem ist. Ich muss die konsequente Linie einhalten, da nutzt nichts. Da muss ich jemanden nachnominieren, auch für das Türkei-Spiel. Sie wollen mich jetzt raus haben? Gern nicht. Ja, es ist halt jetzt einmal so. Weißt du, wer dein Nachfolger ist? Nein. Na, wer wird's sein? Was wird so sein? Der 3 Callboy. Alter, wolltest du es mir häkeln, oder? Ja. Ist einmal so. Was redest du so da von Porn und so? Da geht's euch noch gut, oder? Unser Didi Constantini, Herbert Heider. Ja, es ist halt immer so. Ja, extrem, wie du das machst. Rufen Sie ihn nicht an. Er ruft Sie an. Ja, das ist der Didi Constantini. Ich brauche die Zimmernummer vom Arnautovic. Ich habe sie vergessen. Was hat denn der Arnautovic für eine Zimmernummer? Der Teamtrainer ist da. Bitte, wer ist da? Didi Constantini, Teamtrainer. Der geht gerade bei mir an der Rezeption vorbei. Der Herr Constantini geht gerade bei mir an der Rezeption vorbei. Ja, das mag schon sein, aber ich brauche ihn trotzdem.